In diesem Video geht es darum, wie man in eBay Bilder, auch hochauflösende Bilder, einfügen kann, ohne extra Gebühren zu bezahlen. Dazu brauchen wir drei Seiten, natürlich die Seite ebay.de, die Seite upload.de und das Programm OpenView ist hier auch schon geöffnet. Und ich bin hier schon auf eBay und ja, die ganze Sache funktioniert eigentlich so. Man sieht hier, wir haben hier bei der Produktbeschreibung den Reiter HTML. Und ich kann hier also HTML-Code einfügen und das heißt, ich kann da auch Bilder einfügen, die nicht direkt auf eBay liegen. Dazu brauche ich natürlich erstmal ein Bild. Wir arbeiten mit den Beispielbildern von Windows zu Demonstrationszwecken. Und ja, wenn ich die jetzt zum Beispiel bei eBay hochlade, dann wird die Auflösung verkleinert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt verkaufe, wo im Detail alles zu sehen sein muss und ich möchte also die höchste Auflösung reinstellen, kann ich das eben mit diesem Trick tun, ohne extra Geld zu bezahlen. Wir gehen aber jetzt mal Schritt für Schritt vor. Als erstes laden wir uns die Software OpenView herunter, können uns hier den ersten Anbieter auswählen und starten den Download. Speichere ich auf der Festplatte. Und wenn das Speichern dann abgeschlossen ist, einfach mit einem Doppelklick ausführen und die Installation beginnen. Das kann ich so eingestellt lassen. Bestätigt das hier. Da muss ich nichts anklicken. Ja, je nachdem, ob ihr den Chrome Browser installieren wollt. Ich möchte es natürlich hier nicht, nehme ich den Haken raus. Auch bestätigen. Und ja, jetzt können wir OpenView starten. Der Hintergrund, warum ich jetzt OpenView hier benutze, ist ganz einfach. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr ein Bild für eBay macht, dann macht ihr das mit einer hochauflösenden Kamera oder mit einem guten Scanner. Und da hat man in der Regel eine recht hohe Auflösung. Und wenn ich diese recht hohe Auflösung jetzt direkt in eBay reinstellen würde, würde das einfach den Bildschirm sprengen. Es wird auch nicht schön aussehen, deshalb nehmen wir hier OpenView und dann zeige ich euch ein paar Sachen, die ihr einstellen könnt. Als erstes öffnen wir hier eine Datei. Gehen unter eigene Dateien, eigene Bilder und nehmen halt hier so eine, ja, Microsoft-Datei. So, und wenn ich jetzt, gut, das Bild ist jetzt nicht allzu groß, aber ist vielleicht doch ein bisschen zu groß, wenn ich das so in der Größe jetzt in eBay reinmache, weil es füllt ja schon fast hier den Bildschirm. Deshalb gehe ich hier auf Image, Resize, also Größe ändern, und kann hier die neue Größe einstellen, zum Beispiel 600 x 450. Das Schöne ist hier, wenn ich das jetzt hier eingebe, wird automatisch hier nachjustiert, also es werden die Proportionen erhalten. Das ist genau dieser Haken hier und den sollte auch gesetzt bleiben. Wenn ich jetzt auf OK gehe, wird das Bild kleiner. Also so ist es doch eine angenehme Größe für eBay. Und ich speichere jetzt das Bild einfach. Ich lasse es im JPEG-Format, kann hier noch ein paar Optionen einstellen, aber das kann man erstmal im Großen und Ganzen so lassen. Ich nenne das Bild jetzt eBay und lasse es links unter eigene, ups, unter eigene Bilder ab. Damit ist das hier gespeichert. Jetzt gehe ich auf upload.de. Ich habe jetzt hier einen Account, das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr das für eBay nutzt, weil dann könnt ihr immer die Bilder löschen oder könnt die halt eben verwalten. Wenn ihr jetzt das ohne Account macht, dann habt ihr keine Kontrolle mehr über die Bilder. Also ich habe wie gesagt einen und bei Uploaden hier oben gehe ich auf Bilder von Festplatte hinzufügen. Suche mir das gespeicherte Bild raus, eBay JPEG. Jo, und lade es dann hoch. Mit dem Klick auf Upload. Habe ich das dann erledigt, bekomme ich hier diesen Bildschirm angezeigt und habe ein paar Links zu dem Bild, also zum Beispiel den Direktlink, Link zum Bild oder Direktlink für Foren und uns interessiert hier der Direktlink für HTML. Da klicken wir drauf, den kopieren wir raus und fügen den hier mit einem Rechtsklick in eBay ein. Und jetzt gehe ich hier zurück auf meine Standardeinsicht und sehe, das Bild ist hier integriert und ich bezahle dafür keinen Cent. Vorhin habe ich auch noch erwähnt, ja, wenn man hochauflösende Bilder braucht, gibt es hier auch eine schöne Option.
Und zwar kann ich das Bild auch einfach in der Größe, also wenn ich es jetzt hier nicht runter, ja, nicht verkleinern möchte, kann ich einfach in der Originalgröße hochladen und dann so ein Thumbnail einfügen. Da gibt es ja auch Thumbnail für HTML, auch wieder rauskopieren. Und dann gehen wir hier in die HTML-Ansicht, löschen das hier jetzt nochmal und fügen das neue ein. Und dann bekommt man hier so ein Thumbnail und ja, der potenzielle Kunde kann dann darauf klicken, kommt dann auf die Upload-Seite und bekommt dann das Bild in voller Auflösung angezeigt, ohne dass es hier halt stören würde, weil es viel zu groß ist.